Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen heute zum Finale unserer Ringvorlesung über Nietzsches Philosophien, das, und dafür sind wir sehr dankbar, darüber freuen wir uns sehr, Ralf Häfner bestreiten wird, den ich nur ganz kurz anmoderieren muss. Eine ausführliche Vorstellung bedarf es in diesem Fall nicht, da Herr Häfner in seiner Eigenschaft als Inhaber des Lehrstuhls für neuere deutsche Literaturgeschichte hier in Freiburg allseits bestens bekannt und auch mit der hiesigen Nietzsche-Gemeinde eng verbunden ist. Ich erinnere nur an seine organisatorische Mitwirkung an der ersten Staffel dieser Ringvorlesungsserie, die damals Nietzsches Literaturen gewidmet war. Und Sie erinnern sich, hier im selben Hörsaal im Wintersemester 2016/17 stattfand. Aus dieser ersten Staffel unserer Ringvorlesung ist auch ein Sammelband hervorgegangen. Der gleichnamige Sammelband Nietzsches Literaturen heißt wie die Ringvorlesung, die wir damals zusammen ausgerichtet haben, mit herausgegeben von Ralf Häfner. Und dieser Band, den möchte ich allen Anwesenden ganz herzlich empfehlen. Falls Sie noch ein Präsent für Ihre Lieben zum Valentinstag brauchen, ist das denkbar gut geeignet und in jeder Buchhandlung hier im näheren Umfeld auch erhältlich. In diesem Band nun hat Herr Häfner einen sehr lesenswerten Beitrag veröffentlicht zum Verhältnis von Nietzsche, Heinrich Heine und der Pariser Literatur- und Künstlerszene der 1860er Jahre. Ein Beitrag, der seine thematischen Interessen und Zugänge nicht nur zu Nietzsche sehr gut verdeutlicht. Entsprechend seinen breit gestreuten traditionsgeschichtlichen Forschungsinteressen, die neben den deutsch-französischen bzw. deutsch-romanischen Austauschbeziehungen auch unter anderem die antiken Rezeption in der Neuzeit und in der Moderne betreffen, ist auch das heutige Thema gewählt. Nietzsche und die Eklektik, ein Thema, das in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich zu werden verspricht. Nicht zuletzt deshalb, weil man Nietzsches eigenem Philosophieren oder besser gesagt seiner eigenen philosophischen Schriftstellerei vielleicht selbst mit guten Gründen einen gewissen eklektischen Zug attestieren kann. Angesichts des ausgeteilten Handouts bzw. Namenregisters kann ich mir gut vorstellen, dass Ralf Häfner uns eben diesen eklektischen Zug des nietzschischen Denkens heute im Rückbezug auf die Traditionsgeschichte der Eklektik eindrücklich vor Augen führen wird. Herr Häfner, ich freue mich schon sehr, bin gespannt auf Ihre Ausführungen und überlasse Ihnen nun gerne das Pult. Ja, vielen Dank, lieber Herr Kaufmann, für diese Einleitung. Das Blatt, das umgegangen ist, soll Sie nicht verwirren. Ich werde über die meisten Namen nur ganz kurz etwas sagen, nur weil ich so kurz etwas sage, nur dass Sie kurz wissen, in welcher Epoche diese Personen gelebt haben, sollte Ihnen der ein oder andere Name noch nicht bekannt sein. Mein Vortrag wird sich in drei Teile gliedern. Erster Teil: Nietzsche in der Gesellschaft des Anaxagoras. Fragt man nach Nietzsches Verhältnis zur Eklektik, so wird man zunächst mit einem negativen Befund konfrontiert. Der Begriff und seine Derivate finden sich weder im veröffentlichten Werk noch im Nachlass. Wenn man unter Nietzsche Source das Wort eingibt, kommt nichts. Man könnte eigentlich an dieser Stelle schon abbrechen, aber vielleicht lohnt sich doch einmal ein Blick in das Werk, um die Spuren der Eklektik bei Nietzsche zu rekonstruieren. Es ist nämlich indes nicht zu übersehen, dass Eklektik als Denkform der Sache nach seit den philologischen Anfängen in Leipzig gegenwärtig ist. Von seinem Lehrer Friedrich Ritschl kam damals die Anregung, sich mit den Quellen des Diogenes Laertios auseinanderzusetzen. In einem an den Studienfreund Hermann Mushacke in Berlin gerichteten Brief vom November 1866 schrieb Nietzsche, Ritschl habe ihn ganz mysteriös gefragt, ich zitiere aus dem Brief, ob ich wohl, wenn von einer anderen Seite eine Aufforderung käme, einmal über die Quellen des Diogenes Laertius schreiben möchte, was ich, Nietzsche, natürlich mit Freuden bejahte.
Vor einigen Tagen erschienen die Preisthematen der Universität und als das erste, auf das mein Auge fällt, lautet De Fontibus Diogenes Laertii. Die Arbeit, so Nietzsche, könne ungemein fruchtbar gemacht werden und berühre alle möglichen Gebiete. Knapp 2 Jahre später korrespondiert Nietzsche in anderer Angelegenheit mit dem Bibliothekar der Universitätsbibliothek Leiden, Pleuchers. Als freundliche Beilage vermag er ihm, dem Bibliothekar, Zitat Nietzsche, den ersten Teil meiner Abhandlung über die Quellen des Laertius Diogenes zu übersenden. Die Beschäftigung mit den antiken Philosophen-Prosopographien hält auch danach unvermindert an. In einer Notiz mit dem Titel Hefte anzulegen, entstanden um die Jahreswende 1869-70, finden sich in direkter Aufeinanderfolge unter den Nummern 17 und 18 Horaz und zu Laertius Diogenes. Und auf Horaz werde ich noch kommen. Bitte? Ja, ich versuche. Ja, danke. Insgesamt gehen aus der Beschäftigung mit Diogenes Laertios 3 Abhandlungen hervor, die Nietzsche sukzessive im Rheinischen Museum für Philologie publiziert hat. De Laertii Diogenes Fontibus, das ist eben die Preisschrift, die Preisaufgabe über die Quellen des Diogenes, Analecta Laertiana und Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des Laertius Diogenes. In welcher Beziehung steht Diogenes Laertius zur Eklektik? In der Vitensammlung erscheint der Gründer eklektischen Denkens, Potamon von Alexandrien, an prominenter Stelle gegen Ende des Proömiums und damit unmittelbar vor dem ersten Hauptabschnitt, der dem Vorsokratiker Thales von Milet gewidmet ist. Nietzsche hatte sich die entsprechende Stelle in der von ihm benutzten griechisch-lateinischen Ausgabe von Heinrich Gustav Hübner mit Bleistift angestrichen. Dort las man über den im späten ersten oder frühen zweiten Jahrhundert nach Christus wirkenden Philosophen, dass er, Zitat jetzt aus Diogenes, dass er diejenigen Lehren der verschiedenen Sekten auswählte, also Sekten im Sinne von Philosophenschulen, die ihm gefielen, ta ares conta. Er hielt aber dafür, wie er in seinem Handbuche sagt, das Handbuch des Potamon ist verloren, ist nicht überliefert, dass es Kennzeichen der Wahrheit gebe, Kriterias tes aletheias, zwei Kriterien, eines von welchem das Urteil ausgeht, das heißt das anführende Krisis, Urteil, und eines durch welches geurteilt, das heißt die allergenaueste Vorstellung, acribestate fantasia. Zitat Ende. Neben den Erkenntnisvermögen Urteilskraft und Fantasie oder Vorstellung, die zusammen wahres Wissen begründen, erläutert Diogenes auch Potamons Elemente einer Kosmophysik, auf die sich das erkennende Subjekt bezieht. Ich zitiere noch einmal aus der Schrift des Diogenes: Der Anfang aller Dinge sei die Materie, deren Beschaffenheit, Wirkung und Ort, woraus und von wem, wo und worin. Das sind die Ursachenfragen der griechischen Philosophie dieser Zeit. Die Ausübung der Erkenntnisvermögen dient aber nicht nur der Einsicht in die differenziert zu denkenden Ursachen des Allgesamt der Dinge. Sie steht vielmehr in einem eminenten Sinne in unmittelbarem Verhältnis zum Wert des menschlichen Lebens. Noch ein letztes Zitat aus der Schrift des Diogenes. Das Ziel, wohin alles strebe, sei ein in allen Tugenden vollkommenes Leben, zoän kata pasan areten teleian, nicht ohne die körperlichen, natürlichen und die äußeren Güter, uk anoi ton tu somatos kataphysin kai ton ektos. Die äußeren Güter, das ist Besitz, das ist Reichtum und so weiter. Nicht? Eklektisches Denken war im Sinne Potamons also im Wesentlichen kritisches, vom Systemzwang unabhängiges Durchdenken von Problemen, die sich aus dem als wirklich Vorgestellten ergaben.
Es meinte fernerhin diejenige eklektische Aufnahme von Elementen systematischer Erklärungen von Wirklichkeit, die dem Kriterium der Wahrheit oder den Kriterien der Wahrheit geschickte Urteilskraft, Krisis und richtiges Vorstellungsvermögen, Phantasia, standhielten. Es ist leicht zu erkennen, dass ein derartiges Verständnis eklektischen Denkens die dem freien Geist angemessene Denkform darstellt, denn sie widerlegt jeden Glauben an autoritatives Wissen. Vorerst fand die kritische Sichtung des Besten durch die Besten im exklusiven Kreis der Leipziger Philologiestudenten statt. Mit anderen Kommilitonen gründete Nietzsche einen Verein, deren Ziel, so Nietzsche, eine Vereinigung aller wirklich strebsamen Philologen in Leipzig sein sollte. Einen fernen Nachhall findet diese Gesellschaftsform noch in einer Notiz vom Sommer 1879, die Schule, so lautete die lakonische Forderung, zu ersetzen durch lernbegierige Freundschaftsvereine. Daneben war Nietzsche Mitglied der Ritschelschen Sozietät, wie er bekennt, wie an den Berliner Freund Mushake schreibt, also Teilnehmer des privaten Zirkels um Ritschel, der sich der Lektüre und Diskussion verschiedenster philologischer Delizie öffnete. Dass diese Gesellschaften einer imaginären Erweiterung ihrer Mitglieder fähig waren, deutet Nietzsche durch Mitteilung seiner Lektüren an, darunter Friedrich Langes Geschichte des Materialismus von 1866, über die, so Nietzsche, ich eine bogenlange Lobrede schreiben könnte. Das Werk von Lange ist ihm geradezu die Blütenlese eines unabhängigen Geistes gegen, so Nietzsche ausdrücklich, gegen alles Kleinliche, Engherzige, Parteiische, Bornierte. Gegenüber Karl von Gersdorf äußerte er sich Anfang 1868 wie folgt: Wenn du Lust hast, dich vollständig über die materialistische Bewegung unserer Tage, über die Naturwissenschaften mit ihren darwinschen Theorien, ihren kosmischen Systemen, ihrer belebten Camera Obscura etc. zu unterrichten, zugleich auch über den ethischen Materialismus, über die Manchester-Theorie, das ist Wirtschaftsliberalismus, die Theorie der Zeit, und so weiter, so weiß ich dir immer nichts Ausgezeichneteres zu empfehlen als die Geschichte des Materialismus von Friedrich Albert Lange, Iserlohn 1866, ein Buch, das unendlich mehr gibt, als der Titel verspricht und das man als einen wahren Schatz immer wieder anschauen und durchlesen mag, so Nietzsche, ein wahrer Schatz. Durch Lektüren dieser Art erweiterte sich die imaginäre Gesellschaft der Klugen damals zu jener genialen Republik, mit der sich Nietzsche im Verein mit Schopenhauer und im Widerstand gegen die pedantische akademische Gelehrtenrepublik identifizierte. Letztere war ihm Gelehrtenochlokratie, weil sie die massenhafte Verbreitung irriger Meinungen propagierte. Die kritische Blütenlese des Langeschen Materialismus im Sinn polemisierte er gegen Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten und stellte dem von Hartmann vorgestellten rastlosen, auf Erlösung hinauslaufenden Prozess der Menschheitsgeschichte die vollendete Form genialer Gedanken entgegen. Mitte 1873 hielt Nietzsche fest: Wir wollen uns ja aller Konstruktionen der Menschheitsgeschichte enthalten und überhaupt nicht die Massen betrachten, sondern die überall hin zerstreuten Einzelnen. Diese bilden eine Brücke über den Wüstenstrom. Diese setzen nicht etwa einen Prozess fort, sondern sie leben gemeinsam und gleichzeitig. Dank der Geschichte, die ein solches Zusammenwirken zulässt. Noch weiter im Zitat, ein etwas längeres Zitat. Es ist die genialen Republik. Die Aufgabe der Geschichte ist, zwischen ihnen zu vermitteln und so immer wieder zur Erzeugung des Großen und Schönen Anlass zu geben und Kraft zu verleihen. Das Ziel der Menschheit kann nicht am Ende liegen, sondern in den höchsten Exemplaren, die zerstreut durch Jahrtausende zusammen alle höchsten Kräfte, die in der Menschheit verborgen sind, repräsentieren. Von diesem Hartmannschen Weltprozess, so Nietzsches Schluss, flüchtet man gern
zu dem demokritischen Atomengewirr und zur darwinistischen Lehre vom Bestehen des Lebensfähigen unter den zahllosen Kombinationen. Hier ist noch ein Platz für die großen Individuen, sei es auch, dass ein Zufall sie herausgeschleudert. Zitat Ende. Die gedanklichen Hintergründe dieser genialen Republik sind allerdings abermals in Nietzsches Auseinandersetzung mit dem antiken philosophischen Denken zu sehen. Parallel zu seiner Polemik gegen Eduard von Hartmann, David Friedrich Strauss und das Missverständnis des historischen Sinns, zugleich als Frucht der durch Ritschl initiierten intensiven Beschäftigung mit Diogenes Laertios, entsteht die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, die nicht so sehr die Darstellung der vorsokratischen Systeme zum Ziel hatte, sondern vielmehr die durch die Systementwürfe hindurchscheinende Persönlichkeit der Vorsokratiker in der Polyphonie der griechischen Natur sichtbar machen sollte. Zitat: Denn an Systemen, die widerlegt sind, kann uns eben nur noch das Persönliche interessieren, denn dies ist das ewig Unwiderlegbare. Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen ist eine Galerie von Porträts großer Menschen, deren auszeichnendes Merkmal das von Religion und Mythos, von Staat und Gesellschaft unabhängige Selbstdenken ist. In bewusster Analogie zu Diogenes Laertios Leben und Meinungen berühmter Philosophen ist sie der zeitgemäß-unzeitgemäße Entwurf einer Einleitung in von Dogmatismus, Konvention und Geisteszwang befreites Denken am Beispiel der Vorsokratiker. Nicht die widerlegten Inhalte, sondern die zugleich freie und disziplinierte Form ihres Denkens war der Gegenstand einer Abhandlung, die sich ausdrücklich nicht an die akademische Öffentlichkeit, sondern vielmehr an den kleinen Kreis gebildeter Jünglinge richtete. Zitat: Je höher der Mensch gebildet wird, umso einsamer ist er. Das heißt, er verkehrt mit den Großen aller Zeiten, und diese erlauchte Gesellschaft macht ihn etwas vorsichtig. Er ist nicht courant, also er verkehrt nicht mit jedem. Der Kreis der Vorsokratiker ist eine derart erlauchte Gesellschaft, in die derjenige eintritt, der sich auf ihre exquisiten Gedanken, auf ihren exquisiten Denkstil einlässt. Das Emblem der genialen Republik steht denn auch am Eingang der fragmentgebliebenen, im April 1873 abgebrochenen Schrift. Zitat: Jedes Volk wird beschämt, wenn man auf eine so wunderbar idealisierte Philosophengesellschaft hinweist, wie die der altgriechischen Meister Thales, Anaximander, Heraklit, Parmenides, Anaxagoras, Empedokles, Demokrit und Sokrates. Sie bilden zusammen das, was Schopenhauer im Gegensatz zu der gelehrten Republik eine genialen Republik genannt hat. Ein Riese ruft dem anderen durch die öden Zwischenräume der Zeiten zu und ungestört durch mutwilliges, lärmendes Gezwerge, welches unter ihnen wegkriecht, setzt sich das hohe Geistergespräch fort. Die Illusion eines Geistergesprächs, an dem die Geistreichsten unterschiedlicher Epochen teilnehmen, hat Nietzsche in den folgenden Jahren in mannigfaltiger Form variiert. Seine Wertschätzung der Totengespräche Bernard de Fontenelles hat in dieser von den Vorsokratikern über Lucian und Traiano Boccalini wirkenden Tradition ihren Grund. In einer enigmatisch anmutenden Sequenz von Fragmenten mit dem Titel Memorabilia vom Frühling Sommer 1878, die im Kontext der von Paolo Di Iorio analysierten Mitromanie der Sorrenter Monate Nietzsches stehen, hielt er fest: Von Toten träumen und ich brauche die Salbbüchsen und Medizinflaschen aller antiken Philosophen. Im Unterschied zu den zumeist anachronistischen Gesprächsrunden der Totengespräche dieser Tradition sind es aber insbesondere auch synchrone Gesellschaften, die im modellhaft die in Leipzig praktizierte gesellige Lebensform, sei es im privaten Studentenverein, in der Ritschelschen Sozietät oder später in der Sorrentiner Gesellschaft der Villa Rubinacci vorprägten.
Am Ende des Fragments »Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen« erinnerte er an jene Gesellschaft erhabener Freigeister, die sich um Anaxagoras, den Künstler, wie er ihn nennt, und Schöpfer des Kosmos, als einer beweglichen Architektur versammelt hatten. Zitat: »Es ist, als ob Anaxagoras auf Phidias deutete und angesichts des ungeheuren Künstlerwerks des Kosmos ebenso wie vor dem Parthenon uns zuriefe, das Werden ist kein moralisches, sondern nur ein künstlerisches Phänomen.« Nur einem esoterischen Kreis von Kennern, zu denen der Staatsmann Perikles und der Tragödiendichter Euripides gehörten, sollte sich diese artistische Auffassung des Kosmos mitteilen. Mal Zitat: »Seine Lehre wurde zu einer Art von freigeistischer Religionsübung«, so Nietzsche, »sich stützend durch das Odi profanum vulgus et arceo und ihre Anhänger aus der höchsten und edelsten Gesellschaft Athens mit Vorsicht wählend.« In spielerischer Variation von Rabelais' Erfindung der Abtei von Thelème, jenes grandiosen Zirkels von Gentil Compagnon, wie Rabelais sagt, imaginiert Nietzsche eine Art Kloster für freie Geister, die von Ferne her an den geschlossenen Raum der Alexandrinischen Bibliothek erinnert, in der nach einem geistreichen Wort des Bundschriftstellers Athenaios die Gelehrten gleich wie seltene Vögel gehalten würden. In einer Notiz vom Sommer 1876 hielt er fest: »Wer sein Geld als Freigeist gut verwenden will, soll Institute gründen nach Art der Klöster, um ein freundschaftliches Zusammenleben in größter Einfachheit für Menschen zu ermöglichen, welche mit der Welt sonst nichts mehr zu tun haben wollen.« Seit den 1870er Jahren treten dann Sokrates und sein Kreis in das Blickfeld von Nietzsches Verständnis einer genialen Gesellschaft. Abermals sind es nicht sowohl die Inhalte als vielmehr die Persönlichkeit, die freie Haltung gegenüber den Dingen, die er an Sokrates herausstellt. Leitende Lektüre für dieses Bild sind Xenophons Apomnemoneumata, Nietzsches Lieblingslektüre über viele Jahre hinweg, in denen der Autor der Erinnerungen an Sokrates, Xenophon eben, geradezu das Modell einer sokratischen Eklektik entfaltet. Sokrates legte demnach dar, ich zitiere jetzt aus der Schrift des Xenophon: »Auch die Schätze der alten Weisen, welche diese in Büchern schriftlich aufgezeichnet und hinterlassen haben, rolle ich«, also Sokrates, »rolle ich auf und gehe sie gemeinsam mit den Freunden durch. Koine, Syntheus, Philois, die Erchomai. Und wenn wir etwas Gutes finden, so greifen wir es heraus. Kanti, Horomen, Agathon, Eklegometa«, nicht, da haben wir jetzt die Terminologie des Auslesens der Eklektik, Eklegometa. »Wenn wir etwas Gutes, Agathon, finden, so lesen wir es aus, so greifen wir es heraus«, in dieser modernen Übersetzung, »und halten es für einen großen Gewinn, wenn wir einander fördern können«, so Sokrates nach dem Zeugnis des Xenophon. Offensichtlich weckte der Sorrentiner Kreis Reminiszenzen an die durch Xenophon überlieferte gute sokratische Gesellschaft. Schon der Autor der Abhandlung »Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen« ging wie Sokrates die Schätze der alten Weisen, tus thesaurus ton palaisophon andron, durch, um aus ihnen das für die Bildung freier Persönlichkeiten Wertvolle auszulesen. Ich komme zu meinem zweiten Kapitel, Nietzsche, die Eierphilosophie des Horaz und Beethovens Notizhefte. Zunächst zu Horaz. In dreifacher Überblendung verbindet Nietzsche eklektische Auswahl des Besten in der Gesellschaft der Klugen mit der Figur des Freigeists und der Verachtung der Menge unter Einschluss der Pedanten der Gelehrtenrepublik. Die Maxime »Ich verschmähe die verächtliche Menge und halte sie fern von mir« aus Horaz' Ode 3.1 zeigt, dass ein derartiges Verständnis von Eklektik sehr viel mit der Auffassung des römischen Dichters über den Zusammenhang von Lebens-, Denk- und Schreibstil zu tun hat.
Noch die Spätschrift Götzendämmerung 1888 bekräftigt, Zitat, man wird bis in meinen Zarathustra hinein eine sehr ernsthafte Ambition nach römischem Stil, nach dem Aere per Ennius, also dauernder als er, Zitat von Horaz, im Stil bei mir wiedererkennen. Nicht anders erging es mir bei der ersten Berührung mit Horaz. Bis heute habe ich an keinem Dichter dasselbe artistische Entzücken gehabt, das mir von Anfang an eine horazische Ode gab. In gewissen Sprachen ist das, was hier erreicht ist, nicht einmal zu wollen. Kann man sich überlegen, welche Sprachen gemeint sind. Auch in der Auswahl der rhetorischen Mittel und der Disposition der Teile zum Ganzen bleibt Horaz unübertroffen. Seine Sprache öffnet Freiräume des Denkens. Zitat Nietzsche, dieses Mosaik von Worten, wo jedes Wort als Klang, als Ort, als Begriff nach rechts und links und über das Ganze hin seine Kraft ausströmt, dieses Minimum im Umfang und Zahl der Zeichen, dies damit erzielte Maximum in der Energie der Zeichen, das alles ist römisch und, wenn man mir glauben will, vornehm par excellence. Der ganze Rest von Poesie wird dagegen etwas zu Populäres, eine bloße Gefühlsgeschwätzigkeit. Horaz hat im Brief an Mäzenas Eklektik als eine Denkform entwickelt, die in der Aneignung wahrer und anmutiger Kenntnisse, verum atque dicens, zugleich die einem unabhängigen Geist adäquate Lebensform darstellt. Es versteht sich von selbst, dass der intellektuellen Zirkel um Mäzenas die lebensweltliche Rahmung dieser Perspektivierung abgibt. Das eklektische Sammeln und Verwahren, condo et compono, wie es bei Horaz heißt, Verwahren des Wissenswerten, erlaubt es dem Selbstdenker, den Schatz gewonnener Einsichten situativ hervorzuholen, de promare, und perspektivisch anzuwenden. Da er selbst keiner Schulmeinung verpflichtet ist, die berühmte horazische Formel eklektischen Denkens lautet nullius adictus jurare in verba magistri, also ich schwöre nicht auf das Wort des Meisters, ist er nirgends zu Hause, ein Fremdling, hospes, den der Sturm bald in die Wellen des politischen Lebens, ich paraphrasiere hier civilibus undis, bald zu Aristipps Empfehlung lustvollen Lebensgenusses verschlägt. Zitat in Horaz in Übersetzung, ich strebe danach, die Dinge mir, nicht mich, den Dingen zu unterwerfen. Et mihi res non merebus subjungere conor. In dem Bild des von allen Lehrmeinungen unabhängigen Selbstdenkers zeichnet Horaz den unverbrüchlichen Freund und Hüter wahrhafter Vortrefflichkeit. Virtutis vere custos rigidusque satelles. Diese Zeichnung des Freigeists ist in jeder Beziehung das Widerspiel zur verächtlichen Menge, dem profanum vulgus, die sklavisch überkommenen Ansichten und scheinbaren Gewissheiten des Glaubens und Meinens nachhängt. Dass die Loslösung von liebgewonnenen Denkgewohnheiten schmerzhaft sein kann, hat Nietzsche im Sommer 1885 unter deutlichster Anspielung auf die Formel des Horaz im Kontext der 9 Jahre zuvor vollzogenen Lösung von Richard Wagner bedacht. Zitat, wie es zur Geschichte eines jeden gehört, der von seinem Lehrer unabhängig wird und endlich seinen eigenen Weg findet. Horaz Sicht auf den Selbstdenker, dessen Vortrefflichkeit darin Ausdruck findet, dass sie sich im Wahren und Anmutigen eine Form erschafft, mit der sich leben lässt, kann für Nietzsches Denkform kaum überschätzt werden. In einem Aphorismus aus dem ersten Teil von Menschliches allzu Menschliches, der dem werkübergreifenden Byron-Komplex Nietzsches zugehört, übersetzt das Lemma
Gram ist Erkenntnis, eine Einsicht Manfreds aus Manfreds gleichnamigem dramatischen Gedicht von 1817 in den Kontext des Verlusts geglaubter, religiöser oder metaphysischer Gewissheiten. Bei Byron heißt es, und Nietzsche zitiert diese drei Verse, "Sorrow is knowledge, they who know the most must mourn the deepest." Over the deepest, deepest over the fatal truth, the tree of knowledge is not that of life. Der Baum der Erkenntnis ist nicht der des Lebens. In Gegenbewegung zur Melancholie des Wissenden öffnet sich dann die Perspektive auf das Leben als Fest üppigen Müßiggangs. Horaz Ode 2,11 thematisiert Verlaufsformen des menschlichen Lebens, die in die gleichsam aristippsche Feier der Lust am Dasein münden. Die Byron-Replik in Nietzsches Aphorismus lautet denn auch, wir lesen Nietzsches Text weiter, gegen solche Sorgen hilft kein Mittel besser als den feierlichen Leichtsinn Horazens. Wenigstens für die schlimmsten Stunden und Sonnenfinsternisse der Seele heraufzubeschwören und mit ihm zu sich selber zu sagen, jetzt zitiert er Horaz, quid eternis minorem consiliis animum fatigas, cur non sub alta vel platano vel hac pino jacentes, Punkt, Punkt, Punkt. Also was plagst du dich mit Sorgen, mit Pläne machen? Warum liegst du nicht einfach unter dieser Platane oder unter dieser Pinie? Das Zitat entfaltet Akzente einer Landschaft, deren bukolische Elemente Nietzsche mit der Landschaftsmalerei Poussins assoziiert hat. Sie öffnet gleichsam den Spielraum einer Gesellschaft, die in sorgloser Selbstvergessenheit inneres Behagen am idyllischen Ensemble der Natur spiegelt. In Anspielung auf zwei sehr bekannte Gemälde Poussins, beide tragen den Titel Et in Arcadia Ego, nimmt der Wanderer Aspekte einer an die oberitalienischen Gebirgsgegenden erinnernden Landschaft zusammen, indem er zugleich die Blickrichtung des Betrachters lenkt. Ich zitiere Nietzsches Text, ich sah hinunter, über Hügelwellen gegen einen milchgrünen See hin, durch Tannen und aller altersernste Fichten hindurch, Felsbrocken aller Art um mich, der Boden bunt von Blumen und Gräsern. Die Uhr zeigte gegen 5:30. Unwillkürlich, wie als ob es nichts Natürlicheres gäbe, stellte man sich in diese reine, scharfe Lichtwelt, die gar nichts Sehnendes, Erwartendes, Vor- und Zurückblickendes hatte, griechische Heroen, so stellte man sich diese reine, scharfe Lichtwelt, griechische Heroen hinein. Man musste wie Poussin und sein Schüler empfinden, heroisch und zugleich idyllisch. Zitat Ende. Wie in der Eckphrase ist von Gemälden Poussins oder Gaspard Duguay's, das ist der Schüler, den Nietzsche hier evoziert, die so überhaupt nicht existieren, gestaltet sich vor dem inneren Auge des Lesers ein Pastiche, dessen zeitlose Gegenwart zuletzt die philosophische Gesellschaft im Garten Epikurs evoziert. Zitat, und so haben einzelne Menschen auch gelebt, so sich dauernd in der Welt und die Welt in sich gefühlt, und unter ihnen einer der größten Menschen, der Erfinder einer heroisch-idyllischen Art zu philosophieren, Epikur. Der Wissensschmerz von Byrons Manfred ist vorübergehender Natur, gleich wie eine Krankheit, die der große Einzelne in der Überformung der Einsamkeit zur zeitlosen, heroisch-bukolischen Gesellschaft in der Landschaft überwindet. Nicht zufällig begegnet der Topos der Einsamkeit in einem Abschnitt der im Frühling 1886 vollendeten Vorrede zum ersten Teil von Menschliches allzu Menschliches, übrigens einem Patchwork offener und versteckter Horaz-Zitate, wie die Aphorismensammlung überhaupt strichweise eine Auslese schöner Stellen aus dem Werk des Horaz genannt werden kann. Oft auch ist ein horazischer Einfall das Incitament für eine Gedankenreihe, die am Ende auf die Lebenslehre der Aristipp, Epikur und Horaz hinausläuft. Eine Bemerkung von der Art, wie sie am Beginn von Der Wanderer und sein Schatten begegnet, ich zitiere, man trifft
wenn man sich umsieht, immer auf Menschen, welche ihr Leben lang Eier gegessen haben, ohne zu bemerken, dass die länglichten die wohlschmeckendsten sind, mag zunächst als apartes Kuriosum erscheinen. Man begegnet ihm indes in Horaz' Satire 2.4 gleich zu Beginn einer langen Reihe absonderlicher Vorschriften zum glücklichen Leben. Gleich der erste Grundsatz lautet bei Horaz in Übersetzung Wielands: Vergiss nicht, in der Wahl der Eier stets die länglichen, als feiner von Geschmack und nährender, den runden vorzuziehen. Der letzte an dickere Schale zeigt dem Kenner das männliche Geschlecht des Dotters an. Schmeckt offenbar nicht so gut. Catius, der diese und andere Kenntnisse vorträgt, ist der Typus des Vielwissers, der sein Lebensglück darin zu finden glaubt, wenn er rastlos nach immer neuen Lehrstücken seines Lehrers begehrt. Non est mihi tempus, sagt er einmal. Der giert schon wieder nach Nova Precepta, nach neuen Lehrstücken, nach immer mehr Wissen. Pierre Bayle schrieb im entsprechenden Artikel seines Dictionnaire Historique Critique: Es sei offensichtlich, dass Horaz die Figur des Epikureas Catius ins Lächerliche habe ziehen wollen. Wieland hat die Satire zu denjenigen Werken des Horaz gerechnet, ich zitiere Wieland, wo augenscheinlich alles auf Scherz und Persiflage hinausläuft. Das ganze Stück sei, so Wieland, vermutlich bloß zur Belustigung des Mäzenas und seiner vertrauten Tischgesellschaft geschrieben worden. Ein Koteriespaß, der zum Ziel hatte, so weiter Wieland, die Gastrosophie oder Philosophie der Küche eines Mitglieds des Kreises lächerlich zu machen. Es sei vergeblich eine physikalische Erklärung für diese spitzfündige Eierphilosophie zu suchen. In einem antagonistischen Verfahren des abermaligen Überdenkens und Überschreibens potenziert und konterkariert Nietzsche die bei Horaz mit Sarkasmus und Spott vorgetragene Vielwisserei, die Polypragmosyne des Sprechers Catius, wenn er im Anschluss an die verkürzt und variiert wiedergegebenen Präzepta feststellt, jetzt also wieder Nietzsches Text, dass die allernächsten Dinge von den Menschen sehr schlecht gesehen und sehr selten beachtet werden. An die Eierphilosophie des Horaz schließt sich in Nietzsches Aphorismus, offenbar in freier Variation des horazischen Vorbilds, weitere geistreiche Epigramme an. Ein Mangel an Beobachtungssinn mache sich an denjenigen bemerkbar, Zitat Nietzsche, welche nicht wissen, dass ein Gewitter dem Unterleib förderlich ist, dass Wohlgerüche in kalter, klarer Luft am stärksten riechen, dass unser Geschmackssinn an verschiedenen Stellen des Mundes ungleich ist, dass jede Mahlzeit, bei der man gut spricht und gut hört, dem Magen Nachteil bringt. Die Diätetik des Alltags gewinnt dann in letztlich unausdeutbarer Verkehrung der horazischen Satire eine lebenspraktische Qualität, die denen, die das Lebensglück in einem Idealbild des Menschen vermuten, verborgen bleibt. Zitat Nietzsche: Sokrates schon wehrte sich mit allen Kräften gegen diese hochmütige Vernachlässigung des Menschen Vernachlässigung des Menschlichen zugunsten des Menschen und liebte es, mit einem Worte Homers, an den wirklichen Umkreis und Inbegriff alles Sorgens und Nachdenkens zu mahnen. Das ist es und nur das, sagte er, Sokrates, was mir zu Hause an Gutem und Schlimmem begegnet. Dass dem Aphorismus dennoch etwas von dem horazischen Sarkasmus und Spott bleibt, macht die Vorrede von 1886 deutlich, in der es in abermaliger Gegenbewegung von dem freien Geist heißt: Wie gut, dass er nicht wie ein zärtlicher, dumpfer Eckensteher immer zu Hause, nicht das repliziert auf dieses zuvor zitierte Zuhause, immer bei sich geblieben ist. Er war außer sich. Es ist kein Zweifel, jetzt erst sieht er sich selbst. Nietzsche verknüpft den homerischen Topos von Ausfahrt, Irrfahrt und Heimkehr mit dem Topos von Krankheit und Genesung, den er in der Vorrede vielfach variiert.
Horaz hatte ihn in der Satire 2.3 im Einzelnen traktiert, indem er den Gedanken des Werteperspektivismus in das Gleichnis von den zwei Wanderern gebracht hat. Ich zitiere noch einmal Horaz, der Bequemlichkeit halber in Wielands Übersetzung: Wie wenn zwei Wanderer in einem Walde des rechten Weges verfehlen, der zur rechten, zur linken jener trabt, ein gleicher Irrtum, nur auf verschiedenen Wegen, beide doch gleich irre führt, so glaube mir, wie närrisch, krank, im Original insanum, wie närrisch übersetzt Wieland, du immer sein magst, wer dich auslacht, ist nicht um ein Haar der Weisere und schleppt unwissend einen Schwanz so gut als du. Das spielt auf antike Gebräuche an, gehe ich jetzt nicht weiter ein. In Nietzsches Vorrede kam dieser Irrtum, Error, wie es bei Horaz heißt, der dem Leben notwendig inheriert, im Gedanken des Werteperspektivismus zur Sprache, die auch, Zitat Nietzsche, das Stück Dummheit in Bezug auf entgegengesetzte Werte und die ganze intellektuelle Einbuße, mit der sich jedes für, jedes wieder bezahlt macht, Zitat Ende, einschließt. Die letztlich auf Protagoras zurückgehende Einsicht, dass der Mensch Zweck und Maß der Dinge sei, wie es bei Nietzsche heißt, wird von diesem allerdings so umgedeutet, dass dieses Maß der Dinge weit entfernt eine aeterna veritas zu sein, vielmehr selbst eine Variable ist. Denn die Ergebnisse der Anthropologie haben gezeigt, Zitat Nietzsche, dass der Mensch geworden ist, dass auch das Erkenntnisvermögen geworden ist. Damit gewinnt auch die von Nietzsche immer wieder aufgegriffene horazische Formel, der starke Mensch solle Herr über die Verhältnisse werden, die sich ihm entgegenstellen, eine neue Qualität. Horaz hatte in der zweiten Satire formuliert, quo circa fortes, fortiaque, adversis opponite pectora rebus. Also die starken Geister sollen sich den Dingen, die sich ihnen in den Weg stellen, entgegenstellen. Die idiomatische Wendung fortia pectora bei Horaz ist in diesem Kontext begriffsgeschichtlich geradezu als präzise Prägung des im Französischen seit dem 17. Jahrhundert gebräuchlichen Terminus esprit fort und damit im Kontext eines skeptischen Werterelativismus zu sehen. Auf den Horaz-Komplex im dritten Abschnitt der Vorrede folgt dann auch im darauffolgenden Abschnitt eine Variation auf Montaignes Begriff des Versuchs, hier verstanden im Sinne einer Folge von Lebensentwürfen, Versuchen, denen sich das in die Einsamkeit zurückgezogene Individuum aussetzt, um sich aus allen Bindungen zu lösen und eine neue Lebensform zu schaffen. Zitat, bis zu jenem Überschuss an plastischen, ausheilenden, nachbildenden und wiederherstellenden Kräften, welcher eben das Zeichen der großen Gesundheit ist, jener Überschuss, der dem freien Geiste das gefährliche Vorrecht gibt, auf den Versuch hin zu leben und sich dem Abenteuer anbieten zu dürfen, das Meisterschaftsvorrecht des freien Geistes. In vielfacher, über Montaigne und die Moralistik des 17. Jahrhunderts zurückblendender Spiegelung weist der Gedanke des zur Meisterschaft gekommenen freien Geistes seinerseits wieder auf das bekannte Horaz-Zitat zurück. Es ist daran zu erinnern, dass diese Form eklektischen Denkens mit dem frühneuzeitlichen Skeptizismus in engster Verbindung steht. Der aus Spanien stammende Francisco Sanchez, der in Toulouse als Arzt wirkte, schrieb 1581 in der Abhandlung Quod nihil scitur, dass wir nichts wissen können, unter Anspielung auf die Wendung des Horaz, Zitat Sanchez, ich möchte denjenigen beistimmen, die sich dazu entschließen, auf die Worte keines Meisters zu schwören, sondern unter der Führung der Sinne und der Vernunft die Dinge aus eigener Kraft beurteilen oder prüfen. Während wir sehr vieles durch das Denken zutage fördern, was sich mit den Lehrmeinungen der Alten nicht verträgt, so scheinen wir uns doch den Bestimmungen der Wahrheit zu nähern, so Sanchez.
Unter den Freidenkern des 17. Jahrhunderts, so etwa in Edmund Dickinsons vielbeachteter Rede Pro Philosophia Liberanda von 1653, ist dieses Verständnis von Eklektik allgegenwärtig. Übrigens hatte Friedrich Lange in seiner eingangs genannten Geschichte des Materialismus sich desselben Horaz-Zitats bedient, um die esoterische, wie er sagt, zum Selbstdenken auffordernde Lehre des englischen Freidenkers John Toland zu illustrieren. Dieses Zitat möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Lange schrieb: Toland selbst hat seine esoterische Lehre in dem, also für den kleinen Kreis bestimmte Lehre, meint das hier mehr nicht, esoterische Lehre, in dem anonym erschienenen Pantheistikon von 1720 offen genug dargelegt. Er verlangt darin unter gänzlicher Beseitigung der Offenbarung und des Volksglaubens eine neue Religion, welche mit der Philosophie übereinstimmt. Sein Gott ist das All, aus dem alles geboren wird und zu dem alles zurückkehrt. Sein Kultus gilt der Wahrheit, Freiheit und Gesundheit, den drei höchsten Gütern des Weisen. Seine Heiligen und Kirchenväter sind die erhabenen Geister und vorzüglichsten Schriftsteller aller Zeiten, besonders des klassischen Altertums. Aber auch diese bilden keine Autorität, welche den freien Geist des Menschen fesseln dürfte. In der sokratischen Liturgie ruft der Vorsteher: Schwöret auf keines Meisters Worte. Und die Antwort schallt ihm aus der Gemeinde entgegen: Selbst nicht auf die Worte des Sokrates. So in der hymnischen Ausführung, emphatischen Ausführung von Lange in seiner Geschichte des Materialismus. Nicht, das sind die Stichwörter, mit denen Nietzsche dann arbeitet. Ich komme zum zweiten Unterpunkt: Beethoven. Gewissermaßen als Fußnote zum Beethoven, ja. Nietzsche nennt diese Art des Forschens Nachdenken über Menschliches allzu Menschliches die psychologische Beobachtung, vermöge deren man sich die Last des Lebens erleichtern könne. Er nennt sie nicht zufällig im ersten Aphorismus des Abschnitts zur Geschichte der moralischen Empfindungen, der La Rochefoucauld, diesem großen Meister der psychologischen Sentenz, so Nietzsche, gewidmet ist. Gewiss, die Kunst der Sentenzenschleiferei hat sehr viel mit eklektischem Denken zu tun, umfasst sie doch die Einsicht, Zitat, dass man den dornenvollsten und unerfreulichsten Strichen des eigenen Lebens Sentenzen abpflücken und sich dabei ein wenig wohler fühlen könne. Auch das Werk Ludwig van Beethovens ist für Nietzsche eine in den Bereich der musikalischen Komposition übertragene Sentenzenschleiferei, eklektisch in dem Sinne einer Musik über Musik, wie er sagt. Innerhalb einer Sequenz von Aphorismen von Der Wanderer und sein Schatten, die verschiedenen Komponisten und Problemen der musikalischen Komposition gewidmet ist, tritt Beethovens Kompositionsweise in der Form der Reminiszenz, eines genialen, eklektischen Kommentars zu lange verklungenen Volksweisen, entgegen. Wir lesen dort in diesem Text Nietzsches: Beethovens Musik erscheint häufig wie eine tief bewegte Betrachtung beim unerwarteten Wiederhören eines längst verloren geglaubten Stückes Unschuld in Tönen. Es ist Musik über Musik. Im Liede der Bettler und Kinder auf der Gasse, bei den eintönigen Weisen wandernder Italiener, beim Tanze in der Dorfschenke oder in den Nächten des Karnevals, da entdeckte er seine Melodien. Er trägt sie wie eine Biene zusammen, indem er bald hier, bald dort einen Laut, eine kurze Folge erhascht. Es sind ihm verklärte Erinnerungen aus der besseren Welt, ähnlich wie Plato es sich von den Ideen dachte. Der Vergleich mit der Biene, die auf dem Gefilde bewegten Volkslebens fast verklungene Laute und Melodienfolgen zusammenträgt, gehört seit der Patristik unbedingt in den Bildbereich eklektischen Denkens. Vielleicht gerade deshalb gebraucht Nietzsche ihn in diesem Kontext. Der Glaube an Inspiration, so das Lemma zum Aphorismus 155 in dem Abschnitt aus der Seele der Künstler und Schriftsteller, der Glaube an Inspiration erweist sich demnach als absichtliche Täuschung der Rezipienten.
wo der Künstler den Anschein erweckt, die künstlerische Idee leuchte ihm, so lesen wir bei Nietzsche, wie ein Gnadenschein vom Himmel herab, handele es sich doch in Wahrheit um den Prozess einer begründeten Auswahl der besten musikalischen Gedanken, wie Nietzsche abermals am Beispiel Beethovens deutlich macht. Und genau darin, in der geschickten Auswahl, besteht Beethovens Genialität. Zitat Nietzsche: In Wahrheit produziert die Fantasie des guten Künstlers oder Denkers fortwährend Gutes, Mittelmäßiges und Schlechtes. Aber seine Urteilskraft, höchst geschärft und geübt, verwirft, wählt aus, knüpft zusammen. Wie man jetzt aus den Notizbüchern Beethovens ersieht, dass er die herrlichsten Melodien allmählich zusammengetragen und aus vielfachen Ansätzen gewissermaßen ausgelesen hat. Wer weniger streng scheidet und sich der nachbildenden Erinnerung gern überlässt, der wird unter Umständen ein großer Improvisator werden können. Aber die künstlerische Improvisation steht tief im Verhältnis zum Ernst und mühevoll erlesenen Kunstgedanken. Nietzsches Liste von Termini für eklektisches Denken könnte kaum vollständiger sein. Auswählen, zusammentragen, zusammenknüpfen, auslesen, erlesen. Und die Kriterien der Wahrheit? Es sind genau die beiden Vermögen, die Potamon von Alexandrien in dem eingangs aus Diogenes Laertios zitierten Passus in bestimmter Weise aufeinander bezogen hatte. Die scharfsichtige Fantasie war nach Potamon das vermittelnde Vermögen, das gleichsam die Materialien der ästhetischen Wirkung bereitstellt. Die Urteilskraft, Krisis, bezeichnete Potamon als die leitende Macht, die die Auswahl des Besten reguliert. Diese Auswahl hat folglich nichts mit einer bloßen Improvisation zu tun, sie ist vielmehr das bewusste Produkt einer intellektuellen Anstrengung, die über das Verstreute und Vereinzelte vielerlei hinausträgt. Man ist verwöhnt, so formulierte der Sprecher im Montaigne-Komplex der Vorrede zu Menschliches, Allzumenschliches Eins, man ist verwöhnt, wie jeder, der einmal ein ungeheures Vielerlei unter sich gesehen hat. Ich komme zum dritten und letzten Kapitel in Yorick's Gesellschaft, Nietzsche und Lawrence Stern. Lawrence Stern, dessen Werk insgesamt von der höchsten Wertschätzung gegenüber Montaigne zeugt, hat die Form, in der sich der Freigeist verwirklicht, als ein Geflecht wandernder Gedanken aufgefasst. Unter dem Titel Yorick's nachgelassene Werke erschien 1771 in deutscher Übersetzung ein Band, den bereits Goethe benutzte und der sich auch in Nietzsches Bibliothek befindet. Das Werk stammt vermutlich gar nicht von Stern selbst, sondern von dem Zeitgenossen Richard Griffith, er starb 1788, der den Band unter dem Titel The Posthumous Works of a Late Celebrated Genius Deceased publikumswirksam 2 Jahre nach dem Tod Sterns publiziert hatte. In der Vorrede charakterisiert der fingierte Verfasser die Sammlung buntesten Inhalts als, ich zitiere selbstverständlich nach der deutschen Übersetzung, die Nietzsche benutzt hat, er charakterisiert die Sammlung als meine Gesichte und herumschweifenden Gedanken, ein Aperçu, das übrigens Denis Diderot in den Anfang seiner Satire Le Neveu de Rameau übernehmen sollte. Berühmter Satz, mes pensées, ce sont mes catins. Nietzsche, wie schon Goethe, der einige Aphorismen der in Sterns Werk atmenden freien Seele, so Goethe, in die Sammlung aus Makariens Archiv innerhalb des Romans Wilhelm Meisters Wanderjahre, der zweiten Fassung von 1829, eingefügt hatte, gründete seine Wertschätzung des irischen Schriftstellers vor allem auf diese Ausgabe, also auf diese fingierte Ausgabe, die gar nicht von Stern stammt. Yorick's nachgelassene Werke ist eine letztlich unauslotbare Parodie auf Denkgewohnheiten, Verhaltensnormen und überkommene sittliche und religiöse Überzeugungen.
Es ist die Fortschreibung eines Denkens, das Sterne im Roman Tristram Shandy in die Form unendlicher Digression gebracht hat. Das eklektische Verfahren offenbart sich darin in einer Technik von Zitationen und Anspielungen aus der antiken und neueren Literatur, die durch witzige Kontextualisierung oder unkonventionelle Interpretation zu undogmatischem und selbstständigem Denken im Sinne des Horaz anregt. Ein Martial-Epigramm etwa über die Möglichkeit, die Lebenszeit zu verdoppeln, indem man das vergangene Leben zugleich mit dem gegenwärtigen genießt, kann die Entwicklung einer eigenen Gedankenreihe in Gang setzen. Eine Probe aus diesem Werk. Es gibt dreierlei Arten, mit der Zeit umzugehen. Man verliert sie oder verschwendet sie oder wendet sie nützlich an. Ampliat etati spatium sibi vir bonus hoc est, vivere bis vita posse priore frui. Das ist das Martial-Zitat, also man kann sein Leben verdoppeln, indem man das frühere Leben, das, was man schon gelebt hat, noch einmal lebt, noch einmal genießt in der Gegenwart. Über den Gebrauch dieser Technik äußert sich Yorick, dieser fiktive Autor, in dem Kapitel Ausschweifung über den Witz wie folgt. Die Alten nannten den Witz Ingenium, Fähigkeit, Erfindungskraft. Martial war der Erste, der ihn in eine Fertigkeit in zugespitzten Einfällen verwandelte. Und nur so viele Schriften sind seit diesem Zeitpunkt des Flittergoldes so scharf und nur zu viele Schriften sind so scharf gewürzt gewesen, dass sie uns beinahe die Zähne stumpf gemacht haben. So dieser fiktive Yorick 1771. Die metaphorische Paraphrase scharf gewürzt fügt diese Schreibart in die Gattung der Satire, in der Tradition der Lucilius und Horaz ein. Zu diesem Flittergold gehören auch parodistische Einlagen in der Art von, die dem Leser scheinbar vertraute Autoren in neuer Gestalt vor Augen rücken, so etwa im Aphorismus ein Stück Montagnana oder ein wandernder Gedanke nach Art des Montaigne, oder in einem dem von Nietzsche bekanntlich hochgeschätzten Moralisten La Rochefoucauld gewidmeten Aphorismus, eine Moral nach Art des Rochefoucauld und anderer unmoralischen Schriftsteller von diesem Schlage, die bei allen ihren philosophischen Betrachtungen die menschliche Natur herunterzusetzen suchen. Witz oder Ingenium meint das Vermögen aus scheinbar trivialen Bemerkungen, eine völlig neue Sicht auf die Dinge zu gewinnen. Es meint näherhin das Vermögen, durch die Entdeckung neuer Beziehungen und Perspektiven auf scheinbar altbekannte Tatsachen herkömmliche Denk- und Lebensgewohnheiten aufzubrechen und kritisch zu hinterfragen. Nimmt man das Martial-Zitat ernst, vivere bis, vita posse priore frui, so lässt sich daraus annähernd der Kern von Nietzsches Kulturtheorie entwickeln. Ist es doch das auszeichnende Merkmal des kultivierten Menschen, des vir bonus, wie es bei Martial heißt, des tüchtigen Menschen, des starken Menschen, dass er im Unterschied zum Barbar fähig ist, nun Nietzsche, zum Übernationalen, zu allgemeinen Zielen der Menschheit, zum gründlichen Wissen, zum Verstehen und Genießen des Vergangenen, nicht Einheimischen. So in einem Fragment von 1877. Der kultivierte Mensch lebt die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Er genießt sich selbst in den Kulturformen der Vergangenheit und Zukunft. Ein Nachlassfragment kann geradezu als geistreiche Variation auf Martials Epigramm und seiner witzigen Interpretation im Sinne Yorick's gelesen werden. Noch einmal Nietzsche. Es leben zu gleicher Zeit Menschen der verschiedensten Kulturstufen, selbst in den hochentwickelten Nationen, nebeneinander fort. In Deutschland und der Schweiz ist alles, was von der Reformation an die Seelen beherrschte, noch irgendwie zurückgeblieben. Doppelsinn natürlich. Es ist möglich, durch mehrere Jahrhunderte rückwärts zu wandern und Menschen dieser Zeiten zu sprechen. Ja, der sehr reich entwickelte Mensch wie Goethe lebt große Zeiträume, ganze Jahrhunderte voraus in den verschiedenen Phasen seiner Natur.
Darin stellt sich die freigeistige Lebensform dar. Im sehr bekannten Aphorismus 230, Esprit fort, des ersten Teils von Menschliches, allzu Menschliches, war zu lesen, dass die Frage, wie entsteht der starke Geist, Esprit fort, mit der Frage nach der Erzeugung des Genius identisch sei. Zitat: Woher kommt die Energie, die unbeugsame Kraft, die Ausdauer, mit welcher der Einzelne dem Herkommen entgegen eine ganz individuelle Erkenntnis der Welt zu erwerben trachtet? Eine Antwort gibt die Vorrede zum der Koran überschriebenen zweiten Teil von Yoricks nachgelassene Werke. Das Genie setzt sich mit längst Durchdachtem auseinander, so als ob es noch nie gedacht worden wäre. Griffith alias Lawrence Stern alias Yorick setzt sich durch eklektisches Selbstdenken dem Herkommen entgegen, um Nietzsches Ausdruck hier nochmal aufzugreifen, indem er das Übel des Herkommens als Chance der intellektuellen Befreiung begreift. In einer humoristischen Auslassung, die die raffinierte Wit-Technik zur Vollendung bringt, führt der Autor aus, also Griffith: Dass es aber nichts Neues unter der Sonne gibt, hat schon Salomo vor einigen Jahren gesagt. Und es ist unmöglich, sich vor bereits geschehenen Übeln vorzusehen. Ich weiß also sicher, dass ich Ursache habe, mit dem Donat beim Hieronymus auszurufen, per iant qui antenos nostra dixerunt. Diejenigen sollen zugrunde gehen, die vor mir schon das gesagt haben, was ich jetzt sage. Denn ich habe beständig ohne angewandte Mühe, ohne Bücher und Beispiele geschrieben und habe mich doch häufig beschuldigen lassen müssen, ich hätte den Wink aus dem Rabelais geborgt, jenen aus dem Montaigne, einen anderen aus dem Martinus Kriplerus und so weiter, ohne dass ich jemals den ersten gelesen oder an ein Werk aus den letztern gedacht habe. Der Autor steigert die durch geistreiche Beziehungen ausgelöste Oszillation zwischen den Übeln der Vergangenheit und den deshalb unabwendbaren Übeln der Gegenwart, zwischen Verfluchung der Vorgänger und Freiheit des individuellen Denkens, durch eine Fußnote, die die imaginäre Gesellschaft der Freidenker Rabelais, Montaigne und Martinus Kriblerus, dem fiktiven Emblem der frühaufklärerischen, des frühaufklärerischen Scribblers Club, noch um Jonathan Swift und Etienne Pasquier erweitert. Nietzsche hat dem Aphorismus der freieste Schriftsteller der Sammlung vermischte Meinungen und Sprüche dieses fortgesetzte Oszillieren zwischen scheinbar nicht zu vereinbarenden Ebenen der Bedeutung, dieses Schauspiel im Schauspiel, wohl insbesondere im Blick auf den Roman Tristram Shandy eigens hervorgehoben. Nietzsche: Stern versteht es ebenfalls und will es sogar, zugleich Recht und Unrecht zu haben, den Tiefsinn und die Posse zu verknäueln. Seine Abschweifungen sind zugleich Forterzählungen und Weiterentwicklungen der Geschichte. Seine Sentenzen enthalten zugleich eine Ironie auf alles Sentenziöse. Sein Widerwille gegen das Ernsthafte ist einem Hange angeknüpft, keine Sache nur flach und äußerlich nehmen zu können. So Nietzsche. Stern wechsle unversehens die Rollen, der Autor werde zum Leser seines eigenen Werks. Für Nietzsche ist das wesentliche Merkmal dieser Schreibweise Zweideutigkeit. Sie ist zugleich Ausdruck einer Denk- und Lebensform. Nietzsche übernimmt diesen Begriff der Zweideutigkeit aus der Sammlung Yoricks nachgelassene Werke, erweitert ihn aber durch einen neuen Inhalt. In dem Kapitel Ausschweifung über den Witz legte der Autor dar: Also sieht man, der Witz ist nichts anders als Zweideutigkeit. Schade nur, dass die Zweideutigkeiten nicht allezeit Witz sind. So 1771 in dieser Sammlung Yoricks nachgelassene Werke. Nietzsche assoziiert mit dem Verfahren der durch Witz erzeugten Zweideutigkeit die von Richard Wagner im Aufsatz Zukunftsmusik entwickelte Technik der unendlichen Melodie. Insofern, so Nietzsche, mit diesem Worte ein Stil der Kunst zu einem Namen kommt, bei dem die bestimmte Form fortwährend gebrochen,
verschoben, in das Unbestimmte zurückübersetzt wird, sodass sie das eine und zugleich das andere bedeutet. Die Metaphern für eine so geartete harmonisch-melodische Bewegungsart entnimmt er direkt im Aufsatz Wagners. Herrschte noch in der Wiener Klassik bis hin zu Beethoven die Tanzform vor, deren Architektur dem Zuhörer eine fortwährende Besonnenheit abverlangte, so habe Wagner, Zitat, eine andere Art Bewegung der Seele gewollt, die dem Schwimmen und Schweben gleiche. Weiter im Zitat, so dass man ins Meer geht, allmählich den sicheren Tritt auf dem Grunde verliert und sich endlich dem wogenden Elemente auf Gnade und Ungnade übergibt. Zitat Ende. Im Falle von Lawrence Stern führt das Schweben der unendlichen Melodie offensichtlich zu einer Ambiguität, die das Bewusstsein nicht mehr aufzulösen vermag. Zitat Nietzsche, der Leser ist verloren zu geben, der jederzeit genau wissen will, was Stern eigentlich über eine Sache denkt, ob er bei ihr ein ernsthaftes oder ein lächelndes Gesicht macht, denn er versteht sich auf beides in einer Faltung seines Gesichtes. Im Umkehrschluss war der Aphorismus also auch so zu lesen, Wagners Musik ist nur noch erträglich, wenn man sie humoristisch nimmt. Ich komme zum Schluss. Nietzsches Charakteristik des ambigen Denkens entspricht dem Bild, das Goethe in den skizzenhaften Aphorismen aus Makariens Archiv entworfen hatte. Der Autor des Tristram Shandy brachte demnach, Goethe nach, ein Denken auf, das in der radikalen Kritik aller Standpunkte ein edles Wohlwollen offenbarte. Ich zitiere aus dieser Sammlung aus Makariens Archiv, aus Goethes Roman. Er fühlte einen entschiedenen Hass gegen Ernst, weil er, der Ernst, didaktisch und dogmatisch ist und gar leicht pedantisch wird, wogegen er den entschiedensten Abscheu hegte. Dagegen seine Abneigung gegen Terminologie. Daher seine Abneigung gegen Terminologie. Weiter in Goethes fiktiver Sammlung aus Makariens Archiv, in den vielfachen Studien und Lektüren entdeckte er überall das Unzulängliche und Lächerliche. Shandyism nennt er, Stern, die Unmöglichkeit, über einen ernsten Gegenstand 2 Minuten zu denken. Sterns Denkform ist für Nietzsche im Grunde eine Variation sokratischen Denkens. Stern ist Teil jener imaginären Gesellschaft freier Geister, die der Aphorismus 86 von Der Wanderer und sein Schatten in der Trias Sokrates, Montaigne, Horaz zusammengenommen hat. Sokrates ist der Abenteurer, der in der eklektischen Prüfung der verschiedensten philosophischen Lebensweisen eine Weisheit voller Schelmenstreiche, so heißt es bei Nietzsche, findet. Ist der Aphorismus gleichsam in Vorwegnahme der fröhlichen Wissenschaft formuliert. Zitat, der Honig ist nach Heraklit zugleich bitter und süß und die Welt selbst ist ein Mischkrug, der beständig umgerührt werden muss. Die Einsicht in das zugleich scheinbarer Gegensätze, wie sie Nietzsche in der Abhandlung »Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen« am Fragment Heraklits entfaltet, bietet den geschichtlichen Einsatz eines freien Denkens, einer Freiheit des Denkens, deren Form keine Geschichte hat. In Yoricks nachgelassene Werke las er, Nietzsche, die Maxime »I pensieri stretti«, ed il viso sciolto war Sir Henry Wottons Rat durch das ganze Leben, dicht zusammengenommene Gedanken und ein offenes Gesicht. Die einem Brief Henry Wottons an John Milton vom 13. April 1638 entnommene Sentenz, die man üblicherweise Scipione Alberti, dem sienesischen Botschafter am Papsthof, zuschreibt, ist vielleicht das beste Beispiel für jene Ironie auf alles Sentenziöse, deren Positivum die, so Nietzsche, Freude am Leben und am eigenen Selbst ist.
So wird Nietzsche der Form nach, Lebensform, Denkform, Schreibstil, unversehens ein Zeitgenosse des 17. und 18. Jahrhunderts, der versuchsweise davon überzeugt ist, Zitat, dass das Bewusstsein nur durch immer höhere Illusionen gefördert und entwickelt wird. Darin manifestiert sich der freie Denkstil. Das Bewusstsein begreift die Welt als einen Mischkrug, als eine fortwährend sich neu gestaltende Lanx Satura, über deren Widersprüche der freie Geist immer schon hinaus ist. Dankeschön.